Was versteht man unter einem Wechselkurs? Was versteht man unter einem Wechselkurs? Am besten, man merkt sich hier das Wort Tauschverhältnis. Der Wechselkurs gibt an das Tauschverhältnis einer Währung zu einer anderen Währung. Wobei es hier durchaus unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das anzugeben. Ja, zum Beispiel der Euro wird immer angegeben, 1 Euro gleich, so und so viel Dollar, so und so viel Yen und so weiter. Wenn man jetzt wissen will, umgekehrt, ja, 1 Euro gleich so und so viel Dollar, man hat aber Dollar und möchte wissen, wie viel Euro kriege ich dafür. Ja, oder wie viel muss ich für 1 Dollar bezahlen? Dann muss man umrechnen. Ja, dieses Tauschverhältnis ist also nicht immer genauso, wie man es haben will. Aber nichtsdestotrotz ist es der Wechselkurs, aber durchaus auch in unterschiedlichen Angaben. Als wir noch die verschiedenen Währungen hatten, wie Franc und Peseten und so weiter, dann war zum Beispiel immer angegeben, wie viel muss ich in D-Mark bezahlen pro 100 Franc zum Beispiel oder pro 1000 Lire. Heute haben wir 1 Euro gleich. Und dann muss man entsprechend umrechnen. Ja, wenn man 1 Dollar haben will, wie viel Euro muss ich dafür bezahlen? Was ja im Grunde die praxisrelevantere Frage ist. Ja, also dieses Tauschverhältnis Wechselkurs gibt an das Tauschverhältnis einer Währung zu einer anderen Währung, muss manchmal umgerechnet werden. Ja, das nur so als Hinweis noch. Wir haben ja die Angabe 1 Euro gleich. Die Welt wird also aus Sicht von 1 Euro erklärt. Und dann kriegen wir die Angabe in Dollar oder in, ich glaube, hier schreibt man so. Ja, ich bin nicht ganz sicher. So, glaube ich, ne? Mit V und dann 2 Strichen hier in Yen. Und so weiter. Aber wir wollen oft wissen, wie viel muss ich in Euro für 1 Dollar bezahlen, weil ich in die USA reisen möchte. Da muss man entsprechend umrechnen. Da muss man also 1 Euro gleich so und so viel Dollar. Dann muss man durch diese Dollar dividieren. Dann hat man was 1 Dollar in Euro ist. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.